Leute, lasst euch sagen. Hört ihr, Leute, lasst euch sagen. Theaterzeit hat es geschlagen. Theaterzeit hat es geschlagen. Drum wollen wir uns hier versammeln. Drum wollen wir uns hier versammeln, um nicht so sinnlos rumzugammeln. Und wer gammelt hier sinnlos rum? Na du, acht mich nach. Hört ihr, Leute, halt lasst euch sagen. Das ist meine Rolle. Das hättest du wohl gerne. Jawohl, hier ist mein Textbuch. Und hier ist mein. Und wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Herbei, ihr Leute, jung und alt, herbei, herbei. Herbei, herbei, ihr Leute, jung und alt, herbei, herbei. Herbei. Ja, genau, das schaffen wir schon. Und hier sehen Sie schon mal gleich die Kulisse, das Schloss, der Anger, die Kirche. Es wird alles bespielt werden von uns, von einer Spielschar von circa, sagen wir mal, rund um 30 Leuten und dann noch Feuerwehrleute und anderen, die uns also unterstützen werden. Heute blau und morgen blau und übermorgen wieder. Und wenn wir mal nüchtern sind, dann saufen wir uns wieder. Mit Verlaub, Herr Bürgermeister. Du weißt doch, dass die Pommern wieder im Lande rummachen. Und mitten mangelt der Quitzo. Und der Autor Ernst von Wildenbruch ist also jemand, der 1888 rum dieses Stück, die Quitzos, geschrieben hat. Und er lag damit voll im Trend der politischen Linie. Und wir haben dann bei der Nachforschung erfahren, dass sein Nachlass, der in ein unwahrscheinlich vielen handgeschriebenen Papieren in der Klassikstiftung Weimar im Goethe- und Schiller-Archiv aufbewahrt wird. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht, um dort mal zu schauen, was von Informationen für uns hilfreich sind, um mehr zu verstehen. Die Quitzos, das war hier ein Raubrittergeschlecht im 13., 14., 15. Jahrhundert und die haben diese ganze Mark Brandenburg unterjocht gehabt und haben sie ziemlich geknutet, bis dann also Friedrich I. von Hohenzollern kam, das war 1412. Gott zum Gruß, die Herren! Was führt euch zusammen? Wir hatten Kriegsrat, Gräfin Barbara. Ich störe euch nicht, beratet weiter. Zurzeit laufen die Probelesung und Vorbereitungstreffen in den Räumen von Schloss Grube. Und im Vorfeld zur Aufführung wird es in den Räumen von Schloss Grube eine Ausstellung gemeinsam mit der Klassikstiftung Weimar geben, die zum einen den Autor Ernst von Wildenbruch uns näher bringen wird, zum anderen Bilder und Impressionen zur Uraufführung des Stückes darstellt und ebenso die Entwicklung des Dorftheaters zeigen wird. Das ist nur gesund und sagt, ich will euch lernen gehorchen, wenn der Quitzo das befiehlt. Der Quitzo, der Quitzo. Ha, Teufel! Verräter, hol's fort! Quitzo! Hier ist der Quitzo. Wen's gelüstet, es ihn kennenzulernen? Dich oder dich? Hä? Was hat er nun von dir gewollt, der Quitzo? Das Ziel dahinter ist es, dass wir viel über Ernst von Wildenbruch den Menschen, die hierher kommen, erzählen können. Dass wir davon erzählen können, welchen Wert dieses Stück damals hatte und daraus ableiten können, wie dieses Stück vollkommen befreit vom alten Pathos in der heutigen Zeit zur Erbauung und zum Nachdenken und zur Freude und zur Spielfreude in diesem Dorf umgesetzt werden kann. Wachmeister! Mama, gib mir nur den Wachmeister! Wachmeister! Hey, Wachmeister! Nee, besser! Wachmeister! Hey, Wachmeister! Was schreist denn? Was ist los? Was ist los mit dem Kerl? Darauf schreien alle. Warte. Oh. Nicht so schnell. Also das kann ich nicht für euch machen, das Einatmen. Das müsst ihr, das werden wir selber nochmal probieren. Da wird einer von euch einatmen und sagen, was ist los mit dem Kerl? Das müsste der Rhythmus sein. Ja, badadam. Er ist ein Spion und er muss baumeln. Der Verein Kulturgrube Prignitz e.V. hat sich als allererstes auf die Fahnen geschrieben, das Dorftheater durchzuführen.
Parallel dazu versuchen wir aber auch, verschiedene kulturelle Projekte hier in der Prignitz anzuschieben, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Für diese Arbeit suchen wir weiterhin Unterstützer in jeglicher Art auch immer, sei es Sachspenden, sei es finanzielle Spenden oder sei es einfach die Mithilfe und Mitarbeit in unserem Verein. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns kontaktieren würden.